Der Airport Frankfurt ist der größte Flughafen in Deutschland. Von hier aus starten täglich viele Flugzeuge in die ganze Welt hinaus, darunter auch sehr viele Langstreckenflieger. Ich habe mir als Aufgabe gesetzt, spontan zum Flughafen zu steppen und den erstmöglichen Langstreckenflug zu buchen. Es erwartet euch eine spannende Zeit mit Videos von mir ganz alleine auf der anderen Seite der Welt. Viel Spaß! On the wave, my own wave, can't stop my shine. Stop my shine. In the lane, my own lane, can't stop my grind. 40 yard in the V12 and like 1.5. At 19, a clear 19 in a month, no lie. Oh God. Und damit, jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video. Ich hoffe natürlich, euch geht's allen gut. Ich befinde mich hier gerade, wie man sehen kann, noch in meiner Wohnung. Allerdings geht's jetzt gleich zum Flughafen. Man muss halt auch sagen, in Deutschland ist das Wetter unfassbar geil zurzeit. Und ich fliege jetzt irgendwo anders hin, wo es hoffentlich noch besser ist. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich etwas nervös, weil es geht unfassbar weit weg. Ich war noch nie alleine so weit weg. Ich weiß auch nicht, wie lange, wann ich wieder da bin. Keine Ahnung. Ich habe ja jetzt wirklich in der letzten Zeit viele Orte gesehen, war auch immer alleine unterwegs und das ging auch immer klar. Aber das ist ja jetzt schon so ein bisschen Next Level, weil man halt einfach, keine Ahnung, könnte halt sein, dass ich 15 oder 20 Stunden irgendwo hinfliege. Das Einzige, was ich dabei habe, ist mein Rucksack hier und mein Reisepass. Der ist ganz wichtig, den brauche ich, ist ja klar. Eigentlich hatte ich sogar auch erst vor, also wir haben jetzt heute Samstag, ich wollte erst Montag das Ganze starten, also übermorgen. Ich dachte mir jetzt, okay, ich habe heute eigentlich nichts geplant, morgen auch nichts geplant, dann fahre ich jetzt einfach zum Flughafen, ich fahre jetzt nach Frankfurt, das ist ja der größte Flughafen in Deutschland, fahre da ungefähr 3 Stunden mit dem Zug hin und dann schauen wir mal, wo es hing. Ich krieg schon, ich will auch nicht übertreiben, okay, aber ich krieg ein bisschen Gänsehaut. Also wir machen es auf jeden Fall wieder wie beim letzten Mal. Der erste Flug, erste Langstreckenflug diesmal auf der Anzeigetafel. Ich hoffe, die haben das da irgendwie getrennt. Langstreckenflüge sind woanders, das wäre halt besser, sonst ist es ein bisschen Kuddelmuddel. Den buche ich, fliege dahin. Natürlich gibt es ein paar Voraussetzungen. Ich muss ja halt einreisen können. Also wenn man kein Visa schnell bekommen kann für das jeweilige Land, dann fällt das schon mal raus. Und wenn da jetzt irgendwie gefährliche Krankheiten oder so herrschen, wo ich mich besser hätte vorher impfen sollen, dann ist das auch raus. Also das muss ich mir vorher anschauen. Ich denke, das sollte für jeden verständlich sein. Anders geht es halt nicht. Ja, ich habe wirklich nicht viele Sachen dabei. Mal gucken, wie lange ich damit auskomme. Ich versuche dann natürlich auch dort vor Ort noch einige Videos zu machen. Und wir labern jetzt gar nicht mehr lange und fahren jetzt erstmal zum Bahnhof. Leute, let's go. Es wird ein geiles Video. So Leute, mein Bruder bringt mich jetzt zum Bahnhof. Danke erstmal. Was glaubst du denn, wie lange bin ich unterwegs? Ja, um 2 Wochen oder so. Es könnte auch sein, dass ich nie wiederkomme. Glaube ich nicht. Auf nach Ende der Welt. Okay Leute, ich bin jetzt gerade in Essen am Hauptbahnhof und von hier aus nehme ich jetzt den nächsten Zug nach Frankfurt und dann bin ich um 15 Uhr ungefähr dort am Flughafen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay Leute, angekommen in Frankfurt am Flughafen. Wir haben jetzt doch schon 16 Uhr. Ich hatte eine Dreiviertelstunde Verspätung, kann aber nichts machen. Ja, und jetzt schaue ich mal, wie es weitergeht. Okay Leute, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal irgendeine Anzeigetafel finden. Frankfurt ist ja wirklich ziemlich riesig. Deswegen, ich glaube, so 1 bis 2 Kilometer zu Fuß jetzt erstmal, weil ich bin ja gerade noch am Bahnhof hier. Und dann schauen wir mal. Wäre halt super, wenn ich auch in den nächsten 2-3 Stunden losfliege. Weil, ja, je früher, desto besser. Jetzt ist hier schon direkt die Frage, gehe ich zu Terminal 1 oder 2? A und Z. Das, was oben steht, ist ja meistens das Größte, ne? Deswegen gehen wir jetzt hier lang. Also ich muss definitiv jetzt erstmal eine Anzeigetafel finden, weil, okay, da unten ist eine. Schauen wir uns das mal an. Okay, Leute, ich habe die Anzeigetafel gefunden. Man muss sagen, das ist hier auf jeden Fall noch ziemlich altmodisch, aber ich finde es geil, also nicht so digital. Und wenn man hier mal hochschaut, Alter, das sind echt extrem viele Flüge. Vor allem, es geht nur von 16 Uhr gerade bis 17.50 Uhr. Also bestimmt über 50 Flüge in den nächsten 1,5 Stunden. Und es sind auch Langstreckenflüge und Kurzstreckenflüge gemischt. Das wird jetzt auf jeden Fall höchst interessant, da einen vernünftigen Flug rauszufinden, den ich nehmen kann. Also den ersten, den ich gefunden habe, da steht es LH404 nach New York, Lufthansa und darunter nochmal United Airways, Washington, Dallas. Also bis jetzt eigentlich nur Amerika, da ist noch San Francisco, Boston, Casablanca haben wir auch noch, 18.10 Uhr. Mehr Langstreckenflüge stehen da nicht drauf. Ich muss mich mal kurz irgendwo hinsetzen und ein bisschen checken, weil mich gucken hier alle auch schon ziemlich dumm an. Das Ding ist halt auch nur, USA braucht man immer Visum und wenn man Glück hat, bekommt man das innerhalb von 2 Stunden. Ich war da zwar schon mal, ist aber keine Garantie. Also die geben immer an, es kann auch bis zu 24 oder 48 Stunden dauern. Ich weiß nicht ganz genau. Deswegen, ich schaue jetzt mal. Okay, bestes Stativ. Kleinen Moment. Jetzt solltet ihr mich auf jeden Fall gut sehen können. Also schauen wir mal rein. Ich würde direkt sagen, Amerika fällt eigentlich weg, weil das ist mir ein bisschen zu risky. Nachher kriege ich das Visum nicht in der kurzen Zeit und dann ist die Flugbuchung für den Arsch. Deswegen lieber irgendwas, wo ich am besten ohne Visum mit meinem deutschen Reisepass einreisen kann. Das gibt es halt auch viel. Casablanca. Achso, das ist ja Marokko. Das ist ja gar keine Langstrecke. Zumindest nicht so wirklich. Das fällt raus. Okay, Geografie nicht so aufgepasst. Ich hätte wirklich gedacht, es fliegen noch mehr verschiedene Langstreckenflüge in die ganze Welt hinaus von Frankfurt, als anstatt fast nur halt Amerika. Deswegen, ich habe jetzt noch
die 2 Stunden nach 17.50 Uhr, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem es da halt auf der Anzeigetafel geht, muss ich mal kurz hinlegen. Also ich habe jetzt noch online, da kann man natürlich noch weiter schauen als das, was da auf der Anzeigetafel steht. Und da kommen noch, ihr könnt hier sehen, ein paar weitere Flüge, zum Beispiel nach Seoul um 18.30 Uhr. Ja, das merken wir uns schon mal, das wäre echt auch wild, weil, Digga, ich war noch nie so in Asien. Das war jetzt auch nie so mein Favorite-Ziel, aber ja, ich würde es machen. Was ist das denn? Masa Alam. Wo ist denn das? Oh, Ägypten. Da war ja letztens eine Haiattacke. Okay, es ist auch, ist das Langstrecke? Also es ist auf jeden Fall keine krasse Langstrecke. Ich glaube, da bist du in 5 Stunden. 19.40 Uhr Tokio. Uiuiui, auch krass. 20.05 Uhr Peking. 20.40 Uhr Bangkok Suvarnabhumi. 20.50 Uhr mit Lufthansa nach Hongkong. Okay, also ich habe mir das jetzt alles mal gemerkt. Einen davon werde ich ja wohl nehmen können. Starten wir mal mit Seoul, ob der noch verfügbar ist. Das wäre halt schon in 2 Stunden. Heute ist Samstag. Oh, 700 Euro. Okay, das sind auf jeden Fall beides nicht die Nonstop-Flüge. Also der ist leider weg. Dann hatten wir noch Tokio, wobei ich mir da auch nicht sicher bin wegen Visum. Auch weg, aber warte mal. Hatten wir jetzt, glaube ich, noch Bangkok. Bangkok, Thailand. Okay, 20.40 Uhr. 493 Euro. Economy. Bangkok, Alter. Also ohne Scheiß, Bangkok war nie so eins meiner Traumziele. Ich verbinde Bangkok mit einer absoluten turbostressigen Stadt. Die ist ja auch verdammt groß und ich hasse große Städte. Aber das wäre zumindest jetzt der erste, den ich buchen könnte. Jetzt muss ich noch gucken, ob ich da überhaupt einreisen darf. Auch kein Visum, okay, das ist schon mal gut. Und wie ist das mit Impfung, wenn ich da jetzt irgendwie Bangkok, Impfung... Impfung, ja, okay, das habe ich. Ja, Tollwut hatte ich letztens, da bin ich immun gegen. Deswegen, ich versuche den jetzt einfach zu buchen. Let's go. Und dann geht's nach Bangkok. Digga, es ist einfach so verstrahlt, wirklich. Muss ich noch meine Mama schreiben, dass ich nach Bangkok fliege? Die wird sich freuen. Let's go. Okay, Leute, Flug ist gebucht und ich habe auch schon meine Bordkarte hier. Hat jetzt 490 Euro gekostet. Ich habe auch direkt über Thai Airways gebucht. Hier könnt ihr es sehen. Boarding ist um 20 Uhr, also erst in 4 Stunden. Ich weiß noch nicht genau, ob ich damit überhaupt schon durch den Security-Check komme. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und der Flug dauert 10 Stunden 50, also entspannt wird das nicht, aber ich werde es schon überstehen. Hey, jetzt bin ich hier richtig. Oh, geil. Ja, danke. Ciao. Security-Check war auf jeden Fall sehr entspannt. Hier ist erstaunlich wenig los, zumindest jetzt an dem Terminal, wo ich bin. Gott sei Dank habe ich meine Amex, deswegen kann ich jetzt erstmal in die Lounge gehen. Die suchen wir mal und dann muss ich dort noch 4 Stunden warten. Okay, Leute, zu früh gefreut. Die Lounge, wo ich hätte hingehen können, ist vorm Security-Check. Ich bin schon drin, habe ich irgendwie verpeilt. Jetzt muss ich hier was essen. Aber egal. Es gibt hier auch Lufthansa-Lounges, aber da habe ich keinen Access zu. Könnte ich mir kaufen, aber kostet 60 Euro. Und da dachte ich mir jetzt, ist Quatsch, weil hier ist eh nichts los. Wobei es fürs Video sicherlich ganz cool wäre. Könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn ich mal öfter so Lounges oder so testen soll. Thumbs up. Okay, Leute, ich war einfach voll falsch, aber hier steht jetzt mein Flug. Bangkok, 4 Minuten. 64, 46, so rum, let's go. Ey, es ist einfach viel zu groß hier. Ah, Leute, ich bin hier gerade noch am Warten und das ist auch mein Flugzeug, glaube ich zumindest. Also müsste das letzte sein, was heute noch von Thai Airways hier abfliegt. Ja, schön. Ich hoffe, jetzt gleich ist hier bei Boarding. So, Leute, ab zum Boarding. Ich habe mir noch ein Nackenkissen gekauft. Jetzt geht's los. Ich freue mich. Hihi. Ich habe auf jeden Fall Sitz 49A. Und ich glaube, der Flieger ist auch ziemlich leer. Für Business Class hat es heute leider nicht gereicht. Naja, Rückflug. Nackenkissen hätte ich mir auch sparen können. Also bis jetzt auf jeden Fall ganze Reihe für mich. Hoffentlich bleibt das so, das wäre gut. Aber wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal. Also ich hatte auch schon mal mehr Plätze auf dem Langstreckenflug. Aber egal. Auf geht's. Es wäre so chillig, wenn ich das hier alles für mich habe. Bitte. Ah, okay, also wir sind gerade hier, man kann es ja lesen, wo. Ist ja schon mal ganz gut. Hey Leute, ich muss noch einmal zusammenfassen, ich komme echt nicht klar. Ne? Ich bin heute Morgen aufgestanden, hatte gar keinen Plan, wo ich am nächsten Tag in 24 Stunden sein werde. Und jetzt weiß ich, es ist Bangkok. Okay, wird bestimmt geil. Wie gesagt, ich weiß noch überhaupt nicht, wie lange ich da bleiben werde. Aber ich muss ja schon ein bisschen da bleiben oder gucken, was da noch so geht. Weil sonst würde sich das ja gar nicht lohnen, ist ja arschweit weg. Ah, thank you. Kopfhörer. Okay. Alex alleine in der Welt. So sieht das Essen aus. Wir haben Chicken mit Reis. Keine Ahnung, was das ist. Das ist
So Leute, wir haben jetzt mittlerweile 23 Uhr deutscher Zeit. Ich war gerade noch kurz auf Klo. Das ganze Flugzeug ist jetzt dunkel. Das Essen war übrigens richtig lecker. Also überraschenderweise, ja, hat mir richtig gut geschmeckt. Hätte ich nicht gedacht. Ich kann auch die ganze Zeit so Getränke bestellen. Und das ist wohl normal auf Langstreckenflügen, dass es alles umsonst ist, obwohl ich ja nur Economy fliege. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen, weil alle anderen schlafen auch. Und das Flugzeug ist komplett dunkel. Und dann bin ich so in circa 8 Stunden da. Ich freue mich. So Leute, was geht? Guten Morgen. Ich habe 4 Stunden geschlafen, ungefähr. Bin immer noch müde, aber wir sind jetzt gleich da. Das ist gut. Man muss echt sagen, die Landschaften von hier oben sehen super krass aus. Habe ich noch nie gesehen so vorher. Das ist alles, guck mal, die Felder sind hier so länglich. Crazy. Und das ist halt wirklich auch alles künstlich verändert worden. Ne? Also sieht alles aus wie gemalt. Leute, ich bin auf jeden Fall da. Jetzt erstmal zur Einreisekontrolle. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich es mir vorstelle. Weil ein Visum wäre ganz gut, sonst müsste ich mich wieder abreisen. Aber es wird schon und dann muss ich mir auch noch ein Hotel buchen. Das habe ich auch noch nicht. Es bleibt spannend. Okay, Leute, sehr gut. Ich habe es geschafft. Ich sehe echt ziemlich fertig aus, ne? Excuse me, sir. Where can I find a taxi? There? Okay, taxi? There. Okay, thank you. Das Gute ist sogar, wenn man einen deutschen Pass hat, ich stand erst in so einer Visa-Einreise-Dingsbums, hätte da irgendwie 20 Minuten warten müssen. Das brauchte ich gar nicht. Ich konnte einfach durchrennen. Die haben mir 30 Tage Visum gegeben, kann ich euch gleich mal zeigen. Und jetzt kann ich hier erstmal 30 Tage entspannen. Aber ich denke, so lange wird es nicht. Hotel habe ich online gesehen, aber noch nicht gebucht. Ich fahre da jetzt einfach hin, weil dann ist es vielleicht günstiger. Schauen wir mal. Jetzt brauche ich erstmal ein Taxi. Und Geld habe ich auch schon gewechselt. Also bis jetzt läuft es alles sehr gut. Ich habe zwar wenig Schlaf, aber egal. Alter, ist das warm. Wow. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Bangkok ist eine der heißesten Städte der Welt. Das merkt man. Junge, ist das warm, ey. Hier sind bestimmt 35 Grad. Und ich schaue jetzt mal, ob meine Historie abgezogen zu werden weitergeht oder ob das hier nicht so ist. Wir werden sehen. Hello, sir. Yes. I need to go to Lancaster Hotel. Yeah. Lancaster Hotel? Lancaster. Yes. See. I will show you. Map. Do you understand? That's address? Yeah. Yeah. Lancaster. Oh, Lancaster. Okay. Yeah. Okay. 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 Thank you. Also hier ist auf jeden Fall auch Linksverkehr, das wusste ich auch nicht. Und schaut mal Leute, es ist bewölkt, wir haben 31 Grad. Das Wetter die nächsten Tage sieht auch nicht so gut aus. Aber schauen wir mal, was wird. Okay Leute, wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich bei meinem Hotel sein. Das ist echt heftig, also ich wusste natürlich, dass es hier jetzt nicht allzu teuer ist, aber das Taximeter zeigt gerade 199 Baht an, das sind umgerechnet nicht mal 4 Euro, glaube ich. Ne, nicht mal 6 Euro, so rum. Und wir sind schon 25 Minuten unterwegs, also das ist schon crazy. Aber ich bin jetzt erstmal aufs Hotel gespannt und ich hoffe, die haben noch ein Zimmer für mich. Auch sehr interessant, man fährt hier auf jeden Fall Taxi und schaut nebenbei Hochkant-Videos. Ich kann jetzt nicht die genaue Plattform sagen, weil sonst versteht ihr, dass ich darüber rede. Bisschen gefährlich, Kollege. Wir stecken hier allerdings mittlerweile auch schon voll im Verkehr, aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Man wird hier auf jeden Fall wirklich komplett in eine andere Welt geschmissen, aber das wollte ich ja auch. Heute geht bestimmt noch einiges. Thank you very much. Thank you. 300. Hello. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Hello. Hello. I'm looking for a room for one night. I didn't make any reservation, but I saw online that it's possible. Oh yes. So you prefer to have a breakfast included? No, I don't need. Our standard room with the king size bed, 4,505 baht, please. Okay. Oh, sir, it's a little bit too fast. Yeah. Oh, I'm so sorry. Okay. I'm so sorry. One moment, please. And your welcome drink. Oh, thank you. Oh, very good. Okay. Thank you. Okay Leute, super witzig. Ich bin jetzt vor einem sehr abgespaceden Aufzug. Das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich im Hotel mehr bezahlt habe, als ich es hätte online buchen können. Also ich habe jetzt ungefähr 15 Euro hier mehr bezahlt umgerechnet. Echt? Also hätte ich niemals gedacht, vor allem hier nicht. Okay, wir sind da. Schauen wir uns mal das Zimmer an. 818. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes
Hotel, muss man sagen. Wow, crazy. Das müsste es sein. Zack. Hallo, kurze Roomtour. Ich habe es zwar auch noch nicht gesehen. Wow, chillig. Hier kann man sogar baden, Dusche. Da ist das Niveau. Warum ist die Dusche so groß? So, das ist das Klo. Ziemlich viele Spiegel. Großes Bett. Und schauen wir uns mal den Ausblick an. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich so wirklich was sehe von Bangkok. Okay, krass. Wow. Ja. Klimaanlage im Zimmer, sehr, sehr wichtig, weil es ist so heiß draußen. Endlich angekommen, ich bin ziemlich müde, ich würde mich gerne noch 2 Stunden hinlegen, weil ich habe heute Nacht wirklich richtig schlecht geschlafen im Flugzeug. Das ganze Flugzeug war gefühlt krank und hat gehustet. Ach, hier unten ist sogar ein Fußballstadion, geil. Auf jeden Fall habe ich mich gestern, bevor ich losgeflogen bin, natürlich auch noch ein bisschen informiert. Mir so ein paar Tipps online bei TikTok und so reingezogen zum Thema Bangkok, erste Mal da und so. Und da hieß es halt auch, Hotels sind jetzt nicht so teuer. Auf jeden Fall coole Hotels aussuchen, das wird sich lohnen. Deswegen bin ich jetzt auch hier gelandet, das habe ich bei TikTok gesehen. Hier gibt es auch so eine nice Dachterrasse, schauen wir uns später mal an. Und für die, die es interessiert, das Hotel heißt Lanxess, habe ich eben schon gesagt, der Taxifahrer hat es nicht verstanden. Lag wahrscheinlich an meiner Aussprache, irgendwann hat das dann doch gecheckt. Auf jeden Fall hätte das online 90 Euro gekostet pro Nacht, was für ein 5-Sterne-Hotel natürlich in Deutschland ziemlich günstig wäre. Ich habe jetzt umgerechnet, glaube ich, 105 Euro oder so bezahlt oder 110, keine Ahnung. Massage gibt es auch. Traditional Massage. 1000 Baht. Müsste ich eigentlich auch mal testen, ne? Ich bin aber mittlerweile jetzt auch schon seit 22 Stunden nonstop unterwegs, deswegen erstmal ausruhen. Bis später. Kurz geschlafen und jetzt habe ich mich hier mal eben in meinen Badeanzug geschmissen. Badeanzug? Ne, das ist hier ein Bademantel. Wir haben jetzt auch schon 18 Uhr und hier geht es sogar um 18.30 Uhr aktuell die Sonne unter. Sie ist schon ziemlich weit unten. Was mir eben aufgefallen ist, hier direkt unter meinem Hotel, da unten leben Leute, ne? Also hier sind Hotels und da wohnen welche. Echt crazy, da fährt eine Bahn lang. Na gut, ich bin mal gespannt, was für Eindrücke ich gleich noch so sammeln werde. Aber wir gehen jetzt erstmal diesen Pool abchecken, weil der soll ganz cool sein. Sieht auch nice aus auf Bildern. Ich hoffe, da kann ich einfach hingehen, aber bestimmt. Schauen wir mal. So, Leute, oben angekommen. Hier gibt es auch ein geisteskrank großes Fitnessstudio. Ich habe noch nie so ein großes Fitnessstudio in einem Hotel gesehen. Und da vorne ist der Skyview Pool, oder wie der heißt. Stand da, glaube ich, so. Wow, da bin ich jetzt mal gespannt. Can I take a towel? Thank you. Geil. Wow. Leute, schaut euch das mal an. Hier einfach der Pool und diese geile Aussicht. Springen wir jetzt mal rein. Genau, was mir noch eingefallen ist, könnte nämlich für Missverständnisse sorgen. Ich habe immer gesagt, ich muss noch mein Visum bekommen. Ich musste allerdings einfach nur durch die Einreisekontrolle und konnte mir so einen Stempel abholen. Aber das ist ja quasi mein Visum jetzt für 30 Tage. Ich zeige es euch mal eben. So sieht das aus. Das hat der Bre da draufgeklatscht. Also ich müsste jetzt am 10. Juli raus. Aber ich werde mal stark davon ausgehen, dass ich bis dahin eh halt nicht mehr hier bin. Es sei denn natürlich, ich treffe Julian Zietlow. Und ich habe gesehen, hier gibt es eine Minibar mit. Aha, dann können wir die Aufgabe nämlich auch schon erledigen. Local thailändisches Original Thai Beer. Bangkok, Thailand. Ja, siehst du mal. Vor meinem Hotel fährt einfach ein Zug. Warte, wo ist er? Da unten. Ach so, da fährt einer, genau. Und hier oben fährt auch noch eine Bahn lang. Und das ist echt laut. Hast du auch Bock, endlich nicht mehr 9 to 5 arbeiten zu müssen und von überall auf der Welt zu arbeiten? Dann komm jetzt in die Gruppe. YouTube-Videos machen. Damit geht's. Okay, wir probieren mal. Ja. Aber Leute, an der Stelle auch mal mega großes Dankeschön. Das kann man ja auch eigentlich nicht oft genug sagen. Ich habe jetzt in den letzten 2 Monaten wirklich unfassbar viel erlebt und mir macht es richtig viel Spaß, wieder diese YouTube-Videos zu produzieren. So viel Spaß hatte ich ganz lange nicht. Ganz früher natürlich mal, aber irgendwann ging das bei mir so ein bisschen schleppend bergab. Aber ich bin in letzter Zeit wirklich fast zu 100% glücklich und vor allem diese beruflichen Sachen sind echt geil. Also da kann man nicht oft genug Danke sagen, dass ihr mir das ermöglicht quasi, dass ich Zuschauer habe, die sich das reinziehen und ich halt reisen kann und damit Geld verdiene. Ist schon sehr, sehr wild. Also vielen Dank an jeden Einzelnen von euch an dieser Stelle mal, der das schaut. Danke. Und wir gehen jetzt in die Stadt. Okay, Leute, geduscht und umgezogen. Ich hoffe, ich bin nicht zu warm angezogen. Bin jetzt schon am Schwitzen. Auf jeden Fall gerade schon ein paar Sachen hochgeladen. Wir gehen jetzt aber erstmal raus. Ich bin echt mal gespannt. Ich weiß natürlich, was hier so abgeht. Schauen wir mal, wie das so in echt alles aussieht. Okay, Leute, ich habe mich dann noch spontan dazu entschieden, einen kleinen Drink hier in der Skybar vom Hotel zu nehmen. Kann man ja auch nicht nein sagen mit dieser phänomenalen Aussicht. Und danach stürzen wir uns irgendwo da hinten rein. Ich weiß halt noch nicht wo, weil das ist ziemlich groß oder halt auch da. Das sieht so krank aus hier wirklich, ne? Wenn man das in echt sehen könnte. Wow. Ich muss sagen, ich finde es echt super, dass ich hier gelandet bin. Wobei Seoul oder sowas
Ich glaube, diese asiatischen Großstädte sind alle super krass. Okay, Leute, ich bin jetzt auf den Streets unterwegs. Erstmal müssen wir jetzt hier rüber, aber ich glaube, das juckt hier keinen, dass hier ein Zebrastreifen ist. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich gehe jetzt einfach. Nee. Ey, ich werde so über den Haufen gebrettert. Run! Okay, erste Hürde geschafft. Und okay, hat auch funktioniert. Ich gehe auf jeden Fall jetzt noch Sushi essen. Das wollte ich hier machen. Auch wenn Sushi, glaube ich, eigentlich ja aus Japan kommt. Sorry, dass es so laut ist. Ich habe jetzt auch meine Hauptkamera nicht mit. Und dann gehen wir mal hier in diese Partymeilen und schauen mal, was da so geht. Aber erstmal muss ich auf jeden Fall was essen, weil ich habe schon ziemlich lange nichts mehr gegessen. Übrigens, eine Frage noch. Und zwar meinte wer im Flugzeug, dass bei Thai Airways die Leute in der Business Class das gleiche Essen bekommen, wie die Leute, die Economy fliegen. Oh. Falscher Weg. Auf jeden Fall meinte jemand, die Leute in der Business Class bekommen das gleiche Essen wie wir, nur halt anders angerichtet. Und ich hätte für Business Class 800 Euro mehr zahlen müssen. Also hätte sich ja gar nicht gelohnt, nur für ein bisschen mehr liegen oder so. Könnt ihr ja mal kommentieren, falls ihr das wisst. Und ja. Ey, wie crazy, einfach alles voll so mit so Stromkabeln. Ich gehe jetzt mal hier besser über die Straße. Da muss ich mich nicht direkt wieder in Lebensgefahr begeben. Also es ist wirklich eine kranke Stadt. Wow. Also Leute, hier hinter mir ist einfach dieser Sushi-Laden, aber der hat jetzt anscheinend schon zu. Wie soll man den bitte finden? Da steht ja nicht mal ein Schild dran. Oh Mann, naja. Jetzt muss ich weitersuchen. Ey, ich habe so Hunger, ne? Und ich bin absolut verloren. Bei Google stand, dass der noch auf hat bis 22.30 Uhr. Wir haben auch erst 20 Uhr. Es fühlt sich auch sowieso so an, als hätten wir eigentlich schon 23 Uhr, weil es schon so dunkel ist. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich was zu essen finde, ey. Okay, Leute, ich bin einfach jetzt in den Supermarkt gesteppt. Hier gibt es auf jeden Fall coole Sachen und ziemlich günstig. Ja, cool. Gibt es in Deutschland auch. Weil die Restaurants schließen hier auch irgendwie ziemlich früh und bevor ich jetzt gar nichts mehr zu essen bekomme, hole ich mir hier mal erstmal was. Auch mal kurz was Negatives. Okay, es ist eine Großstadt, aber überall liegt hier Müll rum. Ich esse jetzt hier erstmal meinen Croissant. Richtig lecker, schön zu Abendbrot Croissant, weil ich nichts anderes finde, ich Vollidiot. Also an jeder Kreuzung kommt einem so ein richtig ekliger Gestank entgegen. Aber okay. Das ist natürlich in New York oder so auch so, aber hier fällt einem das schon extrem auf. Ey, einfach an dem Zebrastreifen, wo ich gerade eben rübergerannt bin, ist jetzt ein Unfall passiert. Schaut mal. Ich hoffe, nichts Schlimmes, ey. Aber die fahren hier auch alle, als hätten die absolut einen weg. Ich habe auf jeden Fall jetzt schnell im Hotel gegessen. Alter, gebt euch mal, wie viele Motorräder. Ah. Ist grün. Oh, danke, Bre. Ja, ich werde gleich auch noch überrollt hier. Es gibt auf jeden Fall super viele verschiedene kleinere Partybezirke in Bangkok, bestimmt über 20. Und ich habe jetzt einfach den genommen, der bei mir am nächsten war. Ich gehe jetzt zu Fuß dahin, das sind ungefähr 3 Kilometer. Ich will ja auch ein bisschen was sehen hier. Und ja, vielleicht fahre ich dann mit Taxi zurück, schauen wir mal. Bis gleich. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wow, ob ich diesen Ständen vertrauen kann. Auf jeden Fall bin ich jetzt da. Schauen wir mal. Ich wurde die ganze Zeit angefasst. Ey, ich muss hier ganz schnell weg auf jeden Fall. Also, ich werde schon... No. Ja, das ist ja so was stört. Ich will doch nur in Ruhe ein Bierchen trinken, aber ich wusste ja nicht, dass das hier so abgeht. Ey, ich musste da jetzt weg. Ich wollte da auch kein Bier oder so trinken. Ich wurde die ganze Zeit an meinem T-Shirt und so gezogen und die wollten halt, dass sie mich massieren oder so. Keine Ahnung. Und ich war froh, als ich da wieder raus war, muss ich sagen. Naja, ich glaube, dann endet mein Abend heute hier. Aber immerhin habe ich jetzt noch so ein Auto hier. Geil. Wenn es geht, keinen Unfall bauen. So. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal im Bett. Erster Tag Bangkok war super stressig. Wir halten fest, eine extrem große Stadt. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt vielleicht so ein 200stel gesehen. Vielleicht sogar noch weniger. Es ist wirklich extrem heiß. Also selbst jetzt heute Abend, wir haben gerade noch 28 Grad und es ist 23:30. Und die Luftfeuchtigkeit ist so enorm hoch. Dadurch stinkt auch der ganze Müll, der von diesen kleinen Streetfood-Ständen auf die Straße geschmissen wird. Also ich habe wirklich an so vielen Stellen so einen richtig bestialischen Geruch gerochen. Das habe ich vorher noch nie gerochen. Und wenn man Party machen will, wird man die ganze Zeit irgendwo hingezogen zu einer Massage. Gut, vielleicht hatte ich jetzt auch einfach nur Pech in dem Partyviertel, wo ich da war. Trotzdem, die Leute sind super freundlich und haben alle ein Lächeln auf dem Gesicht, das ist mir aufgefallen. Und ja, an sich ist es schon eine coole Stadt, aber ich werde sie auf jeden Fall nicht länger aushalten als 3 Tage. Ich muss hier weg, das ist mir einfach viel zu turbulent. Leute, ich würde sagen, dieses Video beende ich hier. Abonniert super gerne den Kanal für weitere Reisevideos und lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Da gibt es ein neues Video. Mal schauen, wo ich landen werde. Also ich werde natürlich noch weiterreisen. Wird bestimmt geil. Ich freue mich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für den Support, checkt auch die letzten Videos ab. Haut rein, Leute, ciao!